Was viel ist beim Reinigen auf der emotionalen Ebene, das hast du eben hinten beim Rücken. Wir haben hier die Vergangenheit. Gerade beim Emotionalkörper kriegen wir hier alles, was vergangen ist, ja, sichtbar. Hier eher das Zukünftige, die Projekte, hier das Vergangene. Und was wir hier haben, ist, dass wenn Sachen nicht abgeschlossen sind, emotionale Natur, von Ahnen, von den Eltern, von Situationen, Streits und, dann kriegen wir das auf der Rückseite in die Wahrnehmung. Das heißt, geht beim Emotionalkörper ganz stark auch auf die Rückseite beim Reinigen. Sehr, sehr wichtig. Damit die Person mal im Hier und Jetzt ankommt. Weil gerade über die Emotionen hängen wir in der Vergangenheit und in der Zukunft. Da sind die Verletzungsmuster drin. Ja, da ist unsere Identität, da haben uns die Menschen geformt, die Situationen geformt. Deswegen reinigt gut den Rücken. Und es ist oft so, dass ihr hier tatsächlich jetzt Menschen wahrnimmt oder Energiemuster von Menschen, die hier im Rücken sichtbar werden. Also die, die noch auf euch wirken. Und da haben wir zwei unterschiedliche Prägungen. Wenn es hier ist auf der Herzebene, dann ist es so, dass es viele Menschen sind, mit denen wir noch sehr direkt verbunden sind. Also die können wir entweder selber noch spüren oder wir tragen ihre Glaubensmuster noch so tief in uns, dass sie wie in unserer Aura hängen. Also für den, der räuchert, fühlt sich das so an, als wäre da noch eine Person, aber es ist keine Person mehr da. Es ist wie in deiner feinstofflichen Aura noch der Befehl dieser Person oder die Meinung über dich, die da noch hängt. Also das, was du immer noch in dir trägst von dieser Person. Aber es ist keine Seele, die da hängt. Also es unterscheidet sich von der Qualität her und da brauchst du ein bisschen Übung. Das einfach, da macht wirklich Übung den Meister. Hängt es noch in deinem Energiesystem, weil du dieser Person immer noch die Macht zusprichst, diese Meinung über dich haben zu dürfen? Dann nimmst du die da hinten im Rücken genauso wahr, als würde sie dastehen. Ja? Aber es ist keine Seele da, die das noch sagt. Also wenn du jetzt diese andere Person ansprechen würdest und die aufsuchen würdest, für die Person wäre dieses Thema schon lang abgeschlossen. Die würde sagen, naja, das war's, wo du 5 warst. Da warst du übermütig, da musste man dich ein bisschen in Zaum halten. Aber nachdem du 6 warst, war das kein Thema mehr. Aber für dich hängt es immer noch drin, seit du 5 bist, als würde diese Person immer noch hinter deinem Rücken stehen und auf dich gucken. Also dein Energiekörper hat es nicht beendet, für die andere Person ist es beendet. Also sie steht nicht mehr hinter dir und hat noch heute diese Wahrnehmung auf dich. Ja? Kann sich aber im Energiefeld sehr ähnlich ausdrücken oder anfühlen oder ausschauen, wie wenn da tatsächlich noch eine Person steht, die das noch heute macht. Das ist leider manchmal ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Der Unterschied ist, wenn du nachgehst, wenn du noch heute eine Person hast, die drin hängt, die ist sehr viel aktiver. Das heißt, wenn du anfängst, die wegzulotsen, merkst du, die reagiert. Also die Person da hinten reagiert und sagt, ich gehe aber nicht weg, ich habe Recht. Oder ich meine, die Person muss das und das tun, deswegen bleibe ich hier und überwache das Ganze. Ja? Oder ich liebe diesen Menschen und deswegen kann ich ihn nicht loslassen, obwohl wir schon lange geschieden sind, aber ich bin doch immer noch die wichtigste Person und ich will nicht loslassen. Das heißt, wenn du anfängst, dieses Reinigen zu machen, wird die Person reagieren, wenn noch wirklich eine Person drin hängt, ihre Energie. Wenn du reinigst und es kommt diese Reaktion nicht, dann merkst du, es gehört nur noch zum Menschen selber. Dann kann es höchstens sein, dass der Mensch reagiert, der hier, und du merkst plötzlich, will er das überhaupt loslassen oder nicht? Es kann ja auch Sicherheit geben. Wenn einem jemand sagt, du bist so und so, und ich sage dir das immer wieder. Also das ist immer so die Ambivalenz zwischen, was ist noch Sicherheit, was ist Co-Abhängigkeit? Und wo muss ich dann den Mut aufbringen, oh, jetzt muss ich ja selber mich darum kümmern oder mich damit auseinandersetzen,
wie bin ich denn und nach welchen Regeln möchte ich mich denn sehen oder verhalten oder was finde ich gut oder nicht. Das kann auch eine Überforderung sein für manche Menschen. Wenn die ein Leben lang dominiert wurden, dann plötzlich nimmst du ihnen dieses Feld weg, wo sie sagen, du wirst gar nicht mehr dominiert. Völlige Überforderung. Was dann? Jetzt muss ich alles selber verhalten. Also das kann Stress auslösen. Zwar auch Freiheit, aber auch Stress. Also ist das durchaus auch manchmal auch das langsam zu entfernen, Stück für Stück. Dass du Stück für Stück, Schritt für Schritt in diese neue Freiheit hineinkommen kannst. Ja? Weil du das kennenlernen musst, weil du vertraut werden musst. Weil du Mut brauchst fürs Neue. Wenn du das noch nie leben durftest, braucht es plötzlich Mut. Kann es sein, dass du auch da sinnvollerweise ein paar Wochen Zeit hast, manchmal auch ein paar Monate, dir das anzueignen? Das ist Neuland. Ja? Hast du vielleicht 40, 50 oder 60 Jahre noch nie gelebt und jetzt kannst du es nicht in einer halben Stunde können? Musst du auch nicht in einer halben Stunde können. Also hab auch ein bisschen Zeit für diese Prozesse, gell? Und dann gehst du wieder, reinigst, so viel du kannst und so viel du darfst, wo du merkst, das passt, das ist okay. Deswegen nimmst du immer in deiner Absicht, wenn du räucherst, das, was heute okay ist, so viel, wie ich begleiten darf, das machen wir heute. Da, wo du merkst, da kommt ein Widerstand, das ist nicht okay, das ist zu viel. Stopp da, auch wenn du siehst, da geht es noch weiter, aber heute ist es zu viel. Es ist okay, wenn du nicht überforderst. Es ist okay, wenn du dann sagst, es wäre gut, an diesem Muster weiterzuarbeiten, aber ich glaube, es ist gut, immer so 2-3 Wochen Zeit zu haben für die Integration und dann den nächsten Schritt zu tun. Dann kann die Person Stück für Stück reinwachsen und das Energiesystem wird Stück für Stück gewandelt. Dann ist es viel integraler und eigentlich schneller, als wenn du das zu schnell machst und dann spickt es die Person und dann geht es ihr nicht mehr gut und dann hört sie auf, den Weg zu gehen, weil sie sagt, ich bin nur überfordert, das ist ja gar nicht positiv, was hier passiert. Da hast du nichts gewonnen. Deswegen erlaube auf der Ebene Stück für Stück zu arbeiten. Ja? Genau, diese Anhaftungen können manchmal sehr penetrant sein, dann drücken sie auf den Nacken oder sie haken sich hier im sogenannten Seelenloch ein. Da ist es dann auch oft eine Kombination zwischen der geistigen Verknüpfung, also im Energiefeld, dem geistigen Feld und dem Seelenfeld. Das ist so eine Verbindung, wo sich vor allem Verstorbene gerne andocken können. Und über diese Verbindung, wenn jemand sehr labil ist im eigenen Energiekörper, dann tatsächlich auch in den Körper reinschlüpfen können. Und da gibt es dann viele so Querschläger, auf allen möglichen Ebenen. Das ist so eine sensible Stelle, über die können wir auch den Körper gut verlassen, also auch zum schamanischen Reisen zum Beispiel. Aber sie ist eben auch dadurch sensibel und deswegen schaut hier hinten, wenn ihr solche Sachen habt, wo jemand kommt mit einem Thema, mit anderen Menschen oder mit Verstorbenen oder immer so Erscheinungen hat, ich bin wie nicht allein, da ist jemand noch bei mir, etwas ist noch bei mir, das reagiert ständig auf mich. Dann schau mal, ob du da hinten was findest. Ja, weil sich das da einfach gern andockt. Also dann geh an diese Stelle sehr explizit und untersuch die mal. Ja, und räuchere dort sehr, sehr gründlich.